Also insgesamt haben wir 46.000 Quadratmeter auf diesem Areal. Wir haben jetzt hier im reinen Kalas Bar haben wir 4.000 Quadratmeter Innenfläche und über 6.000 Quadratmeter die Außenanlagen. Wir haben 6 Saunen, 2 davon im Außenbereich, 4 Innensaunen. Wir haben ein Dampfbad. Wir haben 5 Kosmetik- und Massageanwendungsräume und einen beheizten Außenpool sowie auch ein Naturschwimmteich für die etwas temperaturresistenteren, die auch bei kalter Wassertemperatur da ganz gerne sich aufhalten. Was natürlich auch nach einem Saunaaufguss absolut das Beste ist zum Herunterkühlen, einfach die unterschiedlichen Bademöglichkeiten. Also heute feiern wir die Einweihungsveranstaltung von Kalas Bar mit geladenen Gästen aus der Politik, aus der Stadt. Die kompletten Baufirmen sind vertreten, die an diesem Areal gearbeitet haben. Heute Abend ist Freitag, es ist die Eröffnung von diesem wunderbaren Areal, wo schon viel passiert ist. Es ist natürlich eine Wellness-Zukunft, die Kehl bisher so nicht hatte. Von daher wünsche ich wirklich dem ganzen Kalemus-Areal alles Gute, weil ich denke, es ist ein ganz, ganz tolles Angebot, wo im Ortenaukreis wenige so etwas anbieten können. Von daher sind wir sehr glücklich, dass es in Kehl passiert ist, sind dankbar, dass die Familie Schreibeisen das hier so auf den Weg gebracht hat. Und ich hoffe, dass genau so viele Leute oder genau wie ich viele Leute hier einfach genießen können, entspannen können, was ja auch dann einem selber gut tut. Wir rechnen damit, dass viele Besucher Kehl auf eine ganz andere Art entdecken. Und da sind wir sehr froh, dass in Zeiten wie diesen, dass Unternehmer diesen Mut haben, etwas zu unternehmen und nicht was zu unterlassen. Deshalb, wir sind extrem froh und sehr stolz, dass hier so ein Invest getätigt wurde, weil der Gast von heute und vor allem der Gast von morgen, der braucht Zusatzangebote. Es genügt nicht alleine Natur und Kultur. Es braucht zu den Aktivitätsangeboten, braucht es genau solche Angebote. Und da sind wir sehr froh, weil das insgesamt den Schwarzwald auch stärken wird. Wir haben eine sehr lange Planungszeit gehabt. Es waren 70 Firmen daran beteiligt, 40 Gewerke, 15 Fachingenieure. Und das Ganze ist ja für 350 Personen ausgerichtet, die ganze Sauna. Für Leute, die sich erholen wollen, die für die Gesundheit was tun wollen und einfach nur relaxen wollen, ist eigentlich alles getan. Ich persönlich bin begeistert, dass wir sowas nach Kehl kriegen. Ich glaube, das ist für Kehl eine ganz tolle Sache, so eine Wellnesslandschaft zu bekommen, und das strahlt auch über Kehl hinaus aus. Also ich glaube, auch für die Ortenau ist es toll, so einen Wellness-Tempel am Rhein zu bekommen. Also wir eröffnen ja jetzt am 29.11. und natürlich erhoffen wir uns einmal, die Gäste, die als Kurzurlauber hierher kommen, in Kombination einfach mit einer Hotelübernachtung und gleichzeitig im Spa-Nutzung, Freizeitnutzung wie die Elektrokartbahn oder den Indoor-Freizeitpark. Und auf der anderen Seite erwarten wir uns natürlich die ganz vielen externen und hiesigen Gäste natürlich über den kompletten Schwarzwald und Elsasskreis hinaus, die einfach tagesweise als Tagesgast unsere Saunalandschaft besuchen.